Hallo zusammen! Die Star Citizen Alpha 3.22 hat heute ein neues Update erhalten und es sieht so aus, als würde binnen der nächsten Tage fieberhaft an einem Release gearbeitet. So stellt sich mir die Frage, ob Luminalia am 11.12. bereits auf der 3.22 stattfindet und wann wir noch die fehlenden Vehikel, die Aupoa Santo Kai und die X1 Hoverbikes zu sehen bekommen. Denn Star Citizen, ja, ist zwar sehr, sehr komplex, aber kein Hexenwerk. Da wir mit der 3.22 neue Delirict-Siedlungen bekommen haben, konnten wir nicht drum herum kommen festzustellen, dass es dort auch Shops, aber auch Trading-Terminals gibt. So ist es in einigen der Siedlungen zum Beispiel möglich, Scrap-Material zu kaufen und aktuell auch kostenbringend an TDDs zu verkaufen. So schaffen wir mit einem vollbeladenen Starrunner aktuell über 200.000 Gewinn bei einem Einsatz über 600.000. Eine volle C2 soll sogar aktuell um die 700.000 bringen. Nun können wir bis zum Release der 3.22 noch Justierungen miterleben und der Gewinn könnte gegebenenfalls noch angepasst werden. Sieht man jedoch, wie riskant der Einkauf hier ist, hält sich für mich die Balance zwischen Risiko und Belohnung doch eigentlich ganz gut. Was denkst du darüber? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Meines Erachtens nach hätten diese Locations nämlich in Verbindung mit Handel das Potenzial, das nächste Eldorado werden zu können. Sie bieten jedoch auch Outlaws und Piraten einen geeigneten Ort für Überfälle, da die neuen Settlements keine Amnestic Zone besitzen und so geschossen werden kann. Demnach sollte man sich lieber mit Geleitschutz auf den Weg machen oder das Risiko in den Kauf nehmen, erpresst oder gar einfach nur getötet und ausgeraubt zu werden. Meines Erachtens nach sollten Citizens ohnehin zu vielen Vorhaben inzwischen nicht alleine aus dem Hangar gehen. Wie siehst du das denn? Solltest du nach dem Motto "alles kann, nichts muss" auf der Suche nach Mitspielern sein, dann besuch uns doch gerne auf dem Hexenwerk-Discord. Dieser ist sowohl für Einsteiger als auch für Profis ausgelegt. Und wenn du magst, dann besuch mich jetzt auf Twitch. Dort gibt es diesen Monat eine Zeus und eine Kata zu gewinnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann lass doch gerne ein Abo oder Like da und bis zum nächsten Mal. Hex, Hex.